Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Shoutcast. Wir sind in Match Nummer 4 des Craft Cups Finals Number 7 der US Season zwischen dem orangen Terraner Spades und dem weißen Terraner Greatman. Es steht 2-1 für Greatman und wir spielen auf der Karte Lost Temple. Und wir haben gerade auf Zelnacker Caverns gesehen, wie wunderbar sich Spades wieder durchgesetzt hat und wie schön er es noch hinbekommen hat, trotz eines 0-2 Rückstands hier den Anschlusssieg zu erringen. Das heißt, weiterhin noch ein Sieg für Greatman, aber zwei Siege nur noch für Spades und damit ist natürlich das Ziel für ihn wieder greifbar nah. Wir haben gesehen, wir haben im letzten Match sehr schön Biobuild von beiden Seiten gesehen und sehr gute Tech-Möglichkeiten. Also es kam im Endeffekt doch nicht so auf die Upgrades an, sondern mehr auf die Größe der Army-Size. War auf jeden Fall sehr gut gemacht von beiden und ich begrüße das natürlich. Lost Temple, die Karte, wie ich es bereits gesagt habe. Wir haben keine Close Positions, sondern eher Cross Positions. Das heißt, beide Spieler sind sich gegenüber und wir haben eine lange, lange Distanz zwischen beiden Bases, um hier an den Gegner ranzukommen. Das letzte Match hat mir dahingehend auch sehr gut gefallen, dass wir endlich mal ins Late Game gekommen sind. Mit fast 30 Minuten Matchtime war es, glaube ich, mit Abstand das längste Spiel, was wir hatten. Und daher auch wirklich von meiner Seite aus sehr, sehr gut. Mirror Build Up wieder auf beiden Seiten hier. Also hier kommt die Refinery und die Barrack. Und hier natürlich kommt auch die Refinery und die Barrack. Jetzt kommt der SCV von Greatman und er späht die Basis von seinem Gegner, währenddessen auch gerade jetzt der SCV von Spades in die richtige Richtung unterwegs ist und damit auch gleich weiß, wo der Gegner sich befindet. Dort sieht man es, sehr schön, hat rausgefunden, okay, Standardaufbau erneut, kein Reaper Rush hier und hier auch Standardaufbau, Push jetzt hier von Spades auf den SCV, aber er konnte entkommen. Bin gespannt, nur dieser, nein, er geht zurück auf seine Mainbase, aber dieser SCV von Greatman hält den Zelnacker Watchtower, um natürlich seine View zu erweitern. Beide jetzt auch ein 1-1-Build erstmal ausgelegt, also Barrack und danach direkt die Factory. Also könnte durchaus sein, dass wir jetzt hier auch direkt Hellions auf dem Spielfeld sehen werden, also sehr, sehr schnelle Hellions mit dem Pre-Gnatter Upgrade. Was natürlich dann dafür spricht, dass beide Spieler versuchen, möglichst schnell hier Druck auszuüben und möglichst schnell den Gegner hier die Economy zu harassen. Genau. Tech-Switch vorbereitet von Greatman bereits. Und da kommen die Marines und versuchen, den SCV von dem Zelnacker Watchtower zu ziehen. Wollen ihm keine View gewähren. Und damit ist jetzt Unit lost. Oh mein Gott, 50-0. Tech-Upgrade jetzt hier für die Factory und wir sehen Tech-Labor, währenddessen hier der Tech-Switch kam und damals sind dort die Hellions und da kommt auch das Pre-Upgrade bereits und das gefällt mir sehr, sehr gut. Bedenkt, währenddessen hier die Factory noch das Addon gebaut hat, konnte diese bereits produzieren und auch schon tecken und das gibt ja auf jeden Fall einen Vorteil. Command Center jetzt auf dem Weg für Spades und er entscheidet sich auch hier wieder für die Early Expansion, währenddessen hier ganz klassisch der 1-1-1-Build von Greatman durchgezogen wird. Und das könnte ganz übel für Spades ins Auge gehen, denn wenn er es nicht schafft, diese Sache zu verteidigen, könnte er wie im allerersten Matchup auf jeden Fall, nee, nicht im ersten Matchup, im zweiten Matchup auf jeden Fall hier gegen die Banshees und ähnliches laufen. Diese würden dann auf jeden Fall erheblichen Schaden anrichten. Und das könnte richtig, richtig übel für ihn werden. Factory ist dabei, Siege Tanks zu produzieren, das heißt also nur Hellions auf Seiten von Greatman, währenddessen die Inbase Command Center bereits fertig ist und jetzt sehe ich sehr schön gute Platzierung hier der Supply Depots, um hier die View über seine komplette Basis hier zu erhalten. Beide Spieler nutzen natürlich die Zelnacker Watchtower, um jeweils die View zu erhöhen. Und wir haben bereits drei Hellions auf dem Weg und diese sind ganz in der Ecke, was mir sehr gut gefällt. Das ist hier in der Ecke, da kam der Scan, aber er ist nicht mehr da und da kommen auf jeden Fall die drei Hellions. Jetzt kommt der Vierer Hellion Push, der Drop ist da und auf jeden Fall hier, das Upgrade ist fertig. Erneuter Tech-Switch, er wird jetzt direkt auf Banshees gehen
Und das ist sehr, sehr gut von ihm. Unglaublich guter Build-Hit. Und da kommt jetzt das Starport, Banshees, Cloakingfield, also sehr, sehr aggressive Angang jetzt hier, Bauweise und vor allen Dingen auch Techweise von Greatman. Und wir sehen, er ist direkt, oh, eine Viking von Space, die könnte es delayen, aber sie fliegt so weit weg, da kommt sie zurück, aber jetzt kommt das, da ist es, und da ist, jetzt kommt die Viking, kann schießen, und er muss auf jeden Fall die Haynes loswerden, er hat keine Wahl, er muss sie droppen. Die Viking ist, glaube ich, schneller als... Nein, es schafft es. Oh, oh, oh. Und da droppt er die einzelnen Aliens raus. Und jetzt sieht auf jeden Fall Spades, was Phase ist. Er sieht jetzt, meine Güte, Aliens auf dem Weg. Pre-Gnader da. Ihr seht jetzt hier auf 24 gegen leicht. Und das ist sehr, sehr übel. Da kommt die Viking und konnte es schaffen, hier zu vernichten. Ihr seht auch den Starport hier. Sehr, sehr übel. Also der Drop mit den Haynes war lange nicht so effektiv, wie er es gehofft hat. Wurde durch die Viking delayed. Also auch hier ein 1-1-1-Build auf jeden Fall. Und wir sehen einen Raven auf dem Spielfeld. Hallo! Also scheinbar kein Engineering Bay plus Mr. Turtles eher als hier ein Raven. Und da kommt auch schon die Banshee. Cloakingfield ist ready. Hat auch relativ viel Energie bereits gesammelt. Und der Raven ist so gut wie fertiggestellt. Und jetzt bin ich gespannt, wie beide Spieler hier vorangehen. Also erst jetzt die Expansion von Greatman, währenddessen die von Spades bereits dabei ist, komplett mit Harvestern belegt zu werden. Jetzt kam der Push. Raven sehr gut hier im Einsatz, muss ich sagen. Und die Viking kann ganz in Ruhe hier angreifen. Und schafft es leider nicht. Der Raven sieht natürlich eine. Und jetzt kommt's und da ist auch die Banshee down. Perfekter Konter hier von Spades. Wunderschön gemacht. Hat mir sehr gut gefallen. Und er produziert hier weiter Siege Tanks, Marines und natürlich auch hier Space Marines und Hellions hat er auch noch im Repertoire. Aber da kommt eine weitere Banshee von der anderen Seite. Und da kommt die Viking. Der Raven ist relativ langsam. Und da sehen wir, jetzt kommt die Viking und ist auf jeden Fall in Reichweite. Raven sieht alles. Double Viking gerade und da fällt er. Jetzt kommt scheinbar zu einem Push von Spades. Er versucht es hier möglichst viel zum rauszureißen. Und ich sehe auch wenige Einheiten gerade. Und die Haynes sind geschafft. Er hat geschafft. Er zieht die Haynes an ihm vorbei. Aber der Watchtower müsste sie gesehen haben. Er hat es auf jeden Fall gesehen. Aber er ist auf jeden Fall auf dem Weg in die Main Base. Unglaublich gut. Und sollte er diesen Angriff abwehren, hat er nichts anderes mehr. Er hat keine Einheiten. Und er zieht die SCVs komplett raus. Übler Überschlag jetzt hier. Hier der Push auf die Mainbase, aber es liegen mehr viel da, nur zwei Tanks am Leben und die SCVs kommen von alleine, versuchen jetzt hier natürlich die Gegner zu vernichten. Zwei Marines am Leben, dort der letzte noch und das war's. Und er hat hier noch drei Viking und den Raven und er schreit, ich bin furchtbar, GG. Und das war's. Das war's. Durch einen zweiten üblen Fehler im Finale hat es Spades nicht geschafft, hier zu gewinnen. Und es tut mir sehr leid, Spades, aber in gewisser Hinsicht hast du recht, hättest du die Fehler nicht gemacht, wäre das auf jeden Fall ein anderes Finale geworden, als wir es gesehen haben. Trotzdem, herzlichen Glückwunsch von mir an Greatman für den Sieg des Craft Cups Number 7 der US Season. Und ich hoffe, wir sehen natürlich weiterhin mehr von den ganzen Teilnehmern hier aus diesem Craft Cup. Und ich hoffe natürlich auch, dass das nicht nur bei diesem einzelnen Auftauchen des Spielernamen bleibt. In dieser Hinsicht, ich hoffe, euch hat das sehr gefallen, genauso wie mir. Und wir sehen uns im anderen Craft Cup wieder. Ich werde sicherlich weitere davon hochstellen und weitere davon noch casten. In diesem Sinne, einen schönen Tag noch und auf Wiedersehen.